Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial-Video zu Tectonica. Wir wollen hier nach und nach alle Blueprints, die versteckt in der Umgebung liegen, zusammen finden. Wenn euch das gefällt, lasst gerne einen Follow da und aktiviert die Glocke. Vielen Dank! Und wir starten wieder hier bei Victor. Folgen dem Fluss nach links. Durch die Seerosen hindurch. Einmal hier runter. Durch die Wandöffnung für den Fluss. Folgen an der Weggabelung nach links dem Fluss. Gehen hier direkt hinter dem Tunnel rechts aus dem Wasser. Und folgen der linken Höhle. Bis zu der Wegkreuzung hier. Wir folgen wieder der linken Höhle. So, wir kommen jetzt hier oben wieder raus und gehen einmal rüber zum Elevator, also zum Aufzug. So, vom Aufzug gehen wir einmal links hoch, folgen hier den Lichtern. Bis hier nach hinten in die Ecke. Habe ich hier mal drei Lampen aufgestellt als Checkpoint. Als erstes gehen wir hier runter in die Höhle. Da seht ihr schon da hinten das Eisenvorkommen. Da gehen wir einmal entlang. Und bis hier hinten ganz in die Ecke. Da seht ihr schon das rote Licht. Und da haben wir den ersten Blueprint. Und zwar DRE Stromsparen 2, also für den Drescher. So, wir starten wieder am Höhlencheckpoint. Gehen hier einmal runter. Da seht ihr wieder das Eisenvorkommen. Diesmal halten wir uns hier aber links. Wurschteln uns hier durch. Ihr könnt es, um besser durchzukommen und besser zu sehen, könnt ihr theoretisch auch die Höhle wieder platt machen mit dem Maul. So, hier haben wir den nächsten Blueprint. Passt hier mit der Klippe auf, dass ihr nicht runterfällt. Und da haben wir den MON Strom sparen 2. So, wir starten wieder am Höhlen Checkpoint. Gehen hier wieder einmal runter. Haben wieder das Eisenvorkommen rechts von uns, halten uns wieder links. So, hier haben wir eben den Blueprint gefunden. Wir machen jetzt einfach mit dem Maul, müsst ihr euch dann einfach hier einen Gang direkt am Rand lang fräsen. Könnt einfach auf der Höhe bleiben. Bis hier ganz zum Ende. So, wenn ihr euch fragt, wie weit ihr das machen müsst, guckt einfach so weit, wie ich jetzt bin. Hier auf der Minimap oben. So, dann könnt ihr hier einmal rauf. Wurschtelt euch hier ganz nach hinten in die Höhle. Und da seht ihr schon hier das rote Leuchten. Und da haben wir den MDR Stromsparen 2, also für die Erzförderer. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, lasst gerne ein Follow da und aktiviert natürlich die Glocke. Ich sage wie immer Tschüss, bye bye und auf Wiedersehen.